Hallo liebe Zuschauer und Fans, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist meine Karriere mit dem McLaren Honda, mit Fernando Alonso gegen die Legendenbots. Hier seht ihr mal kurz, wie es nach zwei Rennen in der Karriere aussieht. Wir haben gerade einmal 14 mickrige Punkte, also das ist schon leicht bedauerlich, aber ihr habt die Rennen höchstwahrscheinlich auch nachverfolgt und beziehungsweise mitverfolgt und ihr werdet es mir hoffentlich nachsehen. Der McLaren Honda ist wirklich nicht die Rakete, um das mal vorsichtig auszudrücken, und ich denke, hier und heute in China auf dem Shanghai International Circuit wird es auch wieder richtig schwierig werden. Wir schauen uns jetzt hier nochmal kurz die Fahrhilfen an. KI-Fahrer, Schwierigkeit auf Legende, das ist natürlich das Wichtigste, und hier alle Fahrhilfen aus bis auf der Linie in Kurven. Und jetzt schauen wir uns mal die Strecke an und wir sehen, es ist wieder am Regnen, also genauso wie Malaysia, regnerische Bedingungen. Und ja, im Regen bin ich wirklich nicht der Meister und vor allem mit dem McLaren Honda im Regen. Es ist einfach schrecklich zu fahren, wirklich. Also ihr könnt es mir glauben, ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren, mit dem McLaren Honda im Regen zu fahren. Der ist ohnehin schon schlecht in Kurven, hat wenig Grip und auch ganz wenig Topspeed, aber im Regen ist dann nochmal eine Schippe schwieriger. Und ja, umso schwieriger habe ich mich natürlich hier auch im Qualifying heute getan. Ihr seht jetzt dennoch meine schnellste Runde, die ich hier im Qualifying setzen werde. Momentan sind wir auf P12, ihr seht es oben links. Und die Runde, die war eigentlich schon gar nicht so übel. Ich bin jetzt hier in dieser Runde nochmal ans absolute Limit gegangen, also für meine Verhältnisse. Und viel mehr war für mich hier und heute eigentlich auch nicht drin mit diesem McLaren Honda. Ja, wir sehen, unten rechts ist schon Sparflamme vom Benzin. Also wir sind hier wirklich mit dem leichtesten Auto, was es hier wirklich zu kriegen gibt, unterwegs. Und ja, wir tun uns hier auch richtig schwer, vor allem hier auch im Mittelsektor in diesen Kurven. Man sieht es, man muss wirklich richtig, ja, richtig rumschleichen da um die Kurven. Und selbst wenn man voll einlenkt, volle Kanne einlenkt, das Auto hat einfach dermaßen untersteuern, das ist echt nicht mehr normal. Und wir haben da kurz die Streckenbegrenzung überschritten, aber ich habe mir gedacht, da, also ganz ehrlich, dieser Runde tut das jetzt auch keinen Abbruch, denn wir haben uns da jetzt, um Gottes Willen, keinen riesigen Vorteil verschafft. Das war einfach das Untersteuern des McLaren Hondas, das uns da ein bisschen rausgetragen hat. Und ja, ich bin froh, wenn ich hier vielleicht noch den einen oder anderen Platz gut machen kann. Im Moment sieht es danach aus, haben ein paar Zehntelchen Vorsprung in Sektor 1 und Sektor 2 gehabt. Wir schauen jetzt mal, wie das hier im letzten Sektor aussehen wird. Bremsen hier recht gut für die letzte Kurve und stehen hier nochmal ein bisschen quer. Und ja, jetzt fahren wir auch gleich schon auf die Start- und Zielgerade. Hier nochmal die letzte Kurve, die auch nochmal recht tricky ist im Regen, wenn man ein untersteuerndes Auto hat. Und es ist eine 1,45 irgendwas. Und das reicht für eine Verbesserung für Platz 10 zumindest. Und wir sehen, Fernando Alonso klatscht ab mit dem Mechaniker. Er scheint sich dennoch zu freuen. Ja, ich habe wirklich alles gegeben in diesem Qualifying. Mehr war hier und heute nicht drinnen. Und wir sehen, es 1,4 Sekunden gerade mal Abstand. Also die Pace war eigentlich recht vergleichbar mit den ersten beiden Rennen. Wir müssen schauen, wie das jetzt hier gleich im Rennen aussehen wird. Wir sehen Jensen Button nur auf Platz 18. Also der ist gerade einmal, ja, fast anderthalb Sekunden langsamer als wir, so wie ich das gerade sehe. Und ja, ich denke, Platz 10, damit können wir uns hier und heute zufrieden geben. Das Rennen beginnt, der große Preis von China auf dem Shanghai International Circuit, von Platz 10 aus der Mitte. Ihr seht es, es ist trockenes Wetter, also recht gute Vorzeichen für dieses Rennen. Wir sehen aber auch, dass wir direkt am Anfang direkt von zwei Fahrern kassiert werden, nämlich von Romain Grosjean und einem Force India namens Nico Hülkenberg. Aber wir sind hier außen und können uns jetzt wieder innen rein quetschen vor Dani Kwiat hinter Sergio Perez im anderen Sahara Force India. Und schauen es uns hier nochmal in dieser Wiederholung an, in dieser wunderbaren Schneckenkurve, die allererste Kurve in China auf dem Shanghai International Circuit. Wirklich eine richtig coole Strecke. Da hat sich der Hermann Thielke doch mal was Schönes ausgedacht. Nicht so wie andere Strecken, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich sag mal, so Strecken wie, ja, Russland, Sochi sind jetzt nicht so der Burner, und die wurde auch von Hermann Thielke entworfen. Also, ja, da hat er sich hier mit dem China Grand Prix doch einen größeren Gefallen getan. Wir sehen, wir sind hier richtig unter Druck von Daniel Kwiat auf P9, wir sind momentan auf P8 hinter Felipe Massa, sind immer noch in Runde 1. Und ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt hier möglichst gut unsere Position verteidigen können.
Denn, ja, wenn wir jetzt hier aus dem Windschatten von Massa rauskommen, dann wird es richtig schwer, da nochmal aufzuschließen. Und ich sage es kaum, wir fahren hier zu weit raus, überschneiden die Streckenbegrenzung und verlieren da direkt wieder ein, zwei Positionen gegen den Dani Quirt und den Sergio Perez. Und wir sehen auch, der Geschwindigkeitsüberschuss, der ist wieder da, vor allem vom Sergio Perez, der mit dem, ja, mit dem Sahara Force India hier wirklich eine sehr, sehr gute Topspeed hat. Aber wir können uns jetzt hier nochmal im Windschatten richtig ransaugen und hier nochmal das Grün ordentlich mitbenutzt. Und das reicht dann gerade eben noch, um vor dem Force India Fahrer zu bleiben. Ja, und Kimi Räikkönen direkt mal mit der schnellsten Rennrunde. Logisch, wer vorne mitfährt, der fährt in der ersten Runde auch die schnellste Runde. Und ja, wir sehen, der Abstand zu Felipe Massa vor uns, der ist schon deutlich gewachsen, allein schon durch diesen, ja, durch dieses kleine Herauskommen vor dieser langen Gegengeraden, die DRS-Zone hier auf dieser Strecke, da wo man sehr gut überholen kann ab Runde 3. Ich habe so die Befürchtung, dass wir da eigentlich das Opfer sein werden, denn wir sind jetzt hier doch schon der Puffer zwischen, ja, zwischen Massa, also der Massa und der Führungsgruppe und der Mittelfeldgruppe, nämlich ja, wir, Alonso, Kwiat und dahinter der andere Sahara Force India, Nico Hülkenberg. Ihr seht es unten links auf der Karte, es gibt zwei große Pulke, einmal den Führungspulk und einmal uns hier im Mittelfeld. Und ich denke, es wird richtig schwierig sein, hier an den Massa nochmal ranzukommen. Ich denke, es wird sich darauf beschränken, dass wir hier um die achte Position kämpfen, wenn es so bleibt. Also es kann natürlich immer sein, dass einer der Führungsleute oder der Bots irgendeinen Fehler macht oder dass da irgendwas passiert, sich einer in den Frontflügel anschlägt oder was weiß ich. Haben wir in der Vergangenheit schon alles gesehen und deswegen würde ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht die Flinte ins Korn werfen, denn hier ist noch nichts entschieden. Ja, jetzt schon Runde 3 von 14, wir sehen den Abstand zu, zum inzwischen Danny Ricciardo siebtplatzierten Massa. Ricciardo wohl ist deutlich angewachsen und wir sehen auch, dass der andere Red Bull, nämlich von Danny Quiert, uns hier auf der Geraden sehr, sehr gefährlich wird mit einem riesigen Geschwindigkeitsüberschuss, den wir gerade eben noch abfangen können. Hier beim Rausbeschleunigen aus dieser Haarnadelkurve, können wir da noch vor Danny Quiert bleiben, das ist hier die große Frage. Uiuiui, er ist eigentlich schon vorbei, aber ach, ja, die Bots, die, ja, die lassen einem übermäßig viel Platz und wir sind eigentlich ganz normal reingestochen. Es wäre ganz normal gegangen, dass wir beide durch diese Kurve fahren, aber die Bots sind leider in manchen Situationen so programmiert, dass sie da wirklich viel zu großzügig Platz lassen, meiner Meinung nach, und das hätte an dieser Stelle nicht sein, ja, sein gemusst, sag ich mal, aber ich meine, ja, jede, ja, jeden abgewehrten Angriff nehme ich natürlich gerne an. Und wir sehen, der Geschwindigkeitsüberschuss von Sergio Perez im Sahara Force India, der ist wirklich gigantisch. Der ist noch viel größer als der vom Red Bull. Also da merkt man die Mercedes-Power definitiv. Und vielleicht auch einen recht flachen Flügel. Wir sehen das hier nochmal aus der, ja, aus der Onboard-Kamera. Beziehungsweise aus der versetzten Onboard-Kamera. Und hier nochmal dieses Beschleunigungsduell auf die kurze Gerade, bevor es dann auf die Start- und Zielgerade geht. Also da haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Ja, wir sind schon Runde 5 von 14. Die weichen Reifen fangen so langsam allmählich an abzubauen. Und ja, das sollte man hier auf dieser Strecke definitiv nicht unterschätzen. Denn abgenutzte Reifen, vor allem hier im Mittelsektor, sind wirklich richtig, ja, nachteilhaft. Sag ich mal, man muss hier definitiv darauf achten, dass man hier eine richtige Strategie fährt. Denn, ja, mit abgenutzten Reifen verliert man wirklich richtig Zeit und wir sehen es hier auch, ja, kommen wir wieder richtig viel zu weit raus. Werden einfach nach außen getragen, dieser McLaren Honda hat einfach dermaßen untersteuern, das ist echt nicht mehr normal. Vielleicht werden wir jetzt hier noch vom Danny Quiert im Red Bull Racing kassiert, aber können hier vielleicht nochmal zum Konter ansetzen gegen Sergio Perez, aber den Red Bull können wir so gerade eben noch abwehren. Sergio Perez ist jetzt schon vorbeigezogen und ja, an dem dran zu bleiben, das, da bin ich mir noch unsicher, ob das klappt, denn wir sehen es vor allem hier auf der Geraden, wir haben sogar DRS, sind mit Vollgas hier unterwegs und werden trotzdem von Red Bull hier kassiert und zwar richtig easy, also der Geschwindigkeitsüberschuss, der ist wirklich gigantisch, man sieht das hier. Vor allem auf den Geraden ist der McLaren Honda wirklich sehr, sehr schwach und ja, das wird uns hier auf einer Strecke, die recht viele, ja, Geraden hat, doch zum Verhängnis. Sind logischerweise dann schon
in Runde 6 von 14, eine Runde später als gerade, und wurden auf P10 zurückgereicht durch diese beiden verlorenen Positionen. Jetzt wechseln wir nochmal auf die harten Reifen für die letzten, ja, für die letzte Hälfte des Rennens, und ja, haben hier eine recht lange Standzeit, weil wir da den sauber vorbeilassen mussten, weil es sonst eine unsafe Release gewesen wäre. Interessant wird zu sehen sein, wo wir jetzt nach dieser einen Runde wieder rauskommen, denn wir sind hier doch mit einer der frühesten gewesen, die in die Box gekommen sind, und mit den frischen Reifen hat man dann doch mit dem Undercut an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil auf der Strecke, vor allem wenn die anderen mit abgenutzten Reifen hier rumgurken. Und wir sehen es, wir haben eigentlich keine Position gut gemacht, aber wir sehen, dass Perez und Kwiat beide super langsam sind mit den neuen, kalten, harten Reifen. Und den Perez konnten wir direkt am Ende der... Och, was stand denn da? Da stand ein Williams. Wobei ich denke, den Perez konnten wir direkt in der Schneckenkurve außen überholen. Klar, wir haben eine Runde aufgewärmte harte Reifen und da hat man einfach den viel besseren Grip nach einer Runde. Aber wir sehen es, da stand ein Williams an der Seite, und hier sehen wir auch, wie es dazu kommen konnte. Und es war ein missglücktes Überholmanöver des Williams seitens des Mercedes. Welcher Fahrer das jetzt ist, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob der Williams da nicht mehr weiterfahren würde. Er steckte fest, oder? Oh, und jetzt ist auch noch Hamilton mit einem beschädigten Frontflügel unterwegs gewesen. Ich glaube, das war der Hamilton, ja, das kann, ja, das müsste eigentlich Hamilton gewesen sein. Also wir sehen, durch solche Aktionen kann man doch ein paar unvorhergesehene Positionen im Rennen wieder gut machen. Vor allem, wenn man hier richtig unterlegen ist, wie hier in China mit dem McLaren Honda. Und wir haben da richtig, ja, forsch reingestochen in diese Kurve. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht so, ja, sag ich mal, das Vorzeige-Überholmanöver. Aber ich meine, wir müssen hier wirklich um jede Position kämpfen wie ein Bär. Und ich denke mal, das war ein Pastor Maldonado-Manöver. Aber das kann man noch durchgehen lassen, so gerade eben. Ich meine, vor allem wenn man bedenkt, dass die Red Bull und die Sahara Force Indias wirklich deutlich schneller sind hier auf der Geraden. Und ich denke, wenn sie wirklich richtig, ja, wenn sie deutlich schneller gewesen wären, dann hätten sie mich jetzt hier auf der Geraden auch nochmal überholen können oder halt in den nächsten paar Runden. Wir sehen jetzt hier nochmal eine Zeitlupenstudie oder eine Wiederholung der Außenkamera aus der Schneckenkurve. Wir sehen, wir sind richtig unter Druck von den beiden Verfolgern, Perez und Kwiat, und sind im Moment auf P6 in Runde 10 von 14, haben nur noch 4 Runden auf der Uhr, und wir sehen, der 5-platzierte Ricardo ist wirklich nicht mehr greifbar, also den werden wir nicht mehr kassieren können. Ach du meine Güte, da haben wir jetzt wieder gesehen, diesen Geschwindigkeitsüberschuss vom Sahara Force India von Sergio Perez gegenüber uns hier im McLaren Honda, und wir sehen es, der Sahara ist wirklich sowas von krass schneller, also er lässt uns da ja wirklich stehen. Das ist, also sowas habe ich wirklich selten gesehen. Ich meine, er hatte zwar DRS, klar, aber ich meine, so einen krassen Geschwindigkeitsüberschuss, das ist echt nicht mehr normal. Müssen schauen, dass wir jetzt hier auf jeden Fall dranbleiben in der Schneckenkurve, um dann vielleicht in der nächsten, also in der Runde jetzt, in der Runde 11 von 14 in der DRS-Zone dann nochmal angreifen zu können. Ansonsten, wenn Perez wegzieht, dann sieht es wirklich richtig übel aus, denn aus eigener Kraft hier vor Perez zu bleiben, war ja wirklich nicht so drinnen, sage ich mal, um das vorsichtig auszudrücken. Ich meine, man sieht es, in allen Bereichen ist Perez eigentlich schneller, und vor allem auf den Geraden, da wo es wirklich darauf ankommt, ist Perez schneller. Und es wird wirklich richtig schwierig sein, hier nochmal dran zu bleiben, wenn jetzt hier nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber wir sehen, vorne fährt jemand rum, scheint recht langsam zu sein. Wir werden hier fast von Danny Kwiat angegriffen, und wir sehen, da fährt Ricardo rum. Und Perez wird richtig langsam. Ach du meine Güte, was ist denn da los? Und wir sehen es, Daniel Ricciardo hatte den Frontflügel verloren und ist deswegen super langsam gefahren und hat uns da quasi den Weg geebnet, um den Perez, ja, mehr oder weniger auf illegalem Wege zu überholen. Denn normalerweise hätten wir den Perez an der Stelle niemals überholt. Und demzufolge nach sind wir jetzt schon auf P5 von 20, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber dieser P5, der ist jetzt schon wieder, zum Teufel, denn der unnormal schnelle Perez auf der Geraden hat uns mal wieder kassiert hier auf der Geraden, und
Ja, das ist echt nicht normal, dieser Geschwindigkeitsüberschuss. Da kommt man sich vor, als ob man, ja, das sind ja, also keine Ahnung, es sind ja mindestens 30 Kilometer pro Stunde oder so, die der da schnell ist. Der zieht ja wirklich sowas von krass an uns vorbei. Wir sind jetzt in der letzten Runde, jetzt geht es hier wirklich darum, P5, P6 oder P7. Das ist hier eigentlich die große Frage, denn wir haben beide Verfolger direkt im Nacken und die werden uns in der DRS-Zone definitiv noch einmal attackieren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, wir sehen es, wir sind hier auch richtig wieder am Struggeln, halten auch beide wieder auf und unten links auf der Karte sehen wir auch gar nichts mehr von dem Bottas vom Viertplatzierten. Also die Geschichte ist durch. Wir haben jetzt hier schon knapp orange Reifen und wir müssen schauen, dass wir jetzt hier halbwegs gut durch den Mittelsektor kommen, damit wir hier noch eine realistische Chance haben, den fünften Platz gegen unseren Verfolger Perez zu behaupten. Und im Moment sieht es ganz gut aus, aber jetzt kommt wieder diese Horrorstelle, da wo wir schon richtig oft kassiert wurden von diesem Monster auf der Geraden, Sergio Perez im Sahara Force India mit Mercedes Power. Und der Abstand, der ist wirklich richtig groß. Vielleicht reicht das hier, vor Perez zu bleiben, das wäre wirklich richtig gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Er wird DRS haben, gehe ich mal von aus. Ach du meine Güte, er kommt da wirklich wieder richtig nah und wir fahren da Kampflinie in der Mitte und dieser Geschwindigkeitsüberschuss. Ich komme da sowas von nicht drauf klar. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal zum Konter ansetzen. In der vorletzten Kurve dieses großen Preises von China sind jetzt nochmal ein bisschen quer gekommen. Perez hat aber eine viel bessere Beschleunigung und sind jetzt hier auf den letzten paar Metern und es wird vermutlich nicht mehr reichen. Und wir haben aber kein Benzin mehr und verlieren da auch noch die Position gegen Daniel Kvyat. Ach du meine Güte, auf den letzten paar Metern noch zwei Positionen verloren. Ist das ärgerlich. Aber das war wirklich richtig Schicksal jetzt. Also ich glaube, den fünften Platz, den hätten wir wirklich nicht verdient hier auf der Strecke, denn wir haben uns hier so den Arsch aufgerissen. Also, wir hätten ihn schon verdient von unserem Fleiß her, aber von der reinen Pace hätten wir ihn überhaupt nicht verdient. Ich denke, mit dem 7. Platz können wir uns zufrieden geben. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen da oben da und verfolgt die Karriere in Zukunft auch weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen. Macht's gut und bis demnächst. Ciao!